Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte auf dem Marsch. Wir arbeiten gleich mit Strom und dann schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir beginnen mich gerade heute wieder mit neuen 6 Aufnahmefolgen. Das heißt, ich muss mal zurecht, für was los ist. Soweit ich weiß, war die Ernte auf Feld Nummer 12 fertig. Das ist oben. 12 muss gekalkt werden. Die 14 und die 1 muss glaube ich auch gekalkt werden. Die 12 muss nicht gekalkt werden. Das heißt, kann schon sein, aber nee, muss nicht. Die 14 und die 1 müssen gekalkt werden. Wir haben uns gleich einen Drescher zurückholen. Mal langsam mit der Fähren. Wollen wir ein bisschen zurechtfinden, was alles gemacht werden muss. Hier muss der Stroh auch noch ins Lager. Aber aktuell machen wir ja Feld 15. Hier hat ein Verband gearbeitet, also hier haben wir entsprechend Schwatten. Da schaue ich mal, ob wir nachher noch ein Gerät haben oder ja, kaufen wird schlecht, aber mal schauen. Das ist aktuell die Version 1.13. Ja, Produktion, die ich habe, die laufen soweit. Das ist einmal das Sägewerk und die Pelletsfabrik und der Mischfutterfabrik, die laufen. Heute Nacht müssten wir eigentlich Geld bekommen für die BGH, von der BGH. Machen wir die Innensicht. Unser kurz laden. Also Ernte steht glaube ich jetzt immer nicht an. Ich glaube, wir wollten mit Mais beginnen, ne? Wechseln müsste schon normalerweise schon gehen. Normalerweise. Müssen wir auch noch Fahrzeuge haben. Wartungsstand müssen wir eigentlich warten. Aber dafür haben wir im Winter genug Zeit oder im Herbst nachher, wenn wir die Ernte drin haben. Jetzt haben wir eh kein Geld dafür übrig, Anführungszeichen. Ich glaube, Kreditrahmen ist ausgereizt. Was wir machen könnten, das wird Mischfutter verkaufen, das können wir machen, ja. Da haben wir einen Schwader, siehst du, da haben wir noch einen. Den schicken wir gleich los. Da haben wir noch einen gescheiten Traktor. Das war der Stroh für die Tiere. Und den lassen wir auch da stehen. Ich denke mal, wir werden bei Gelegenheit auch den Stroh. Und das wollten wir eigentlich mal aufnehmen. Wir werden den mal abhängen. Müssen wir erstmal schauen, dass wir am richtigen Stall abhängen. Und dann den Dolly abziehen, ne? Das ist auch ungünstig. So. Dann haben wir unseren Schwader. Und dann schwatten wir das Stroh auf einen Haufen, beziehungsweise auf eine Bahn.
tun wir uns leichter näher. Macht es nämlich schwierig mit, weiß ich, schwierig. Man müsste im Prinzip dann jeden Kurs einmal abfahren, was vor 3 Jahren gearbeitet wurde. Und wir wollten Gras machen. Jetzt fällt mir gerade ein, Gras ist auffällig. Aber den machen wir zuerst Stroh. Zur Stroh daher auch von da holen können später, sobald wir die anderen beiden Felder fertig haben. Die Aussaat hat noch Zeit. Das ist jetzt gerade mal später Sommer. Und die sehen im Herbst aus. Das meiste jedenfalls. Bis auf das, was wir im Frühjahr aussehen dürfen erst. Das heißt, hier werden da, wo wir jetzt theoretisch ja, Gras haben, werden wir nachher ja, Getreide einsehen. Und einige Felder, wo wir jetzt Mais haben zum Beispiel, werden wir Gras einsehen, dass wir da jetzt eine Fruchtfolge reinbekommen. Zum Beispiel. Die ganz kleinen Grasfelder, die will ich mal nicht umflügen. Also aktuell nicht. Was man nicht ganz ausschließe, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen da auch noch was rein. Um die Erträge zu erhöhen. Ne? Also das ist theoretisch ein paar Prozente möglich. Ne? Wobei Gras, glaube ich, ist das nicht ganz so dramatisch als. Aber naja. Das Programm sagt, es möchte Fruchtfolge haben und es ist Fruchtfolge, ne? Aber gut, man muss eine Zeit haben. Wir müssen mal schauen, dass wir das mal geschaltet kriegen. Den Feldmodus und den alten schön löschen. Dann machen wir hier eine Kursgenerierung. Feld anklicken. Machen wir ruhig 3 Vorgewände, das ist okay, weich, ist auch okay. Automatisch, die Richtung, 14 Meter. Ein Gerät. Müsste eigentlich relativ schnell berechnet haben. Jo, schon fertig. Und dann machen wir hier am ersten Punkt. Da fahren wir ein bisschen zurück, dass er gleich den ersten Punkt findet. Einstellen. Jetzt gehen wir mal rüber. Zu unserem Grasfeld. Was nun reif ist, ne? So. Fahren wir auch zum Feldrand. Beziehungsweise Wiesenfeldrand. Hier werden wir mit Main in der Mitte beginnen, also im Feld rein. Das heißt, wir müssen mal hier einen Kurs berechnen. Wir haben hier 2 Geräte. Und wir werden hier mit 2 Geräten arbeiten. So. Kursgenerierung. Den alten natürlich mal löschen. Sonst war das nichts. Beziehungsweise kommt durcheinander. 36. So, Vorgewende. Wenn wir mit 2 Geräten arbeiten, ist ein Vorgewende 2. Und bei wir machen hier 2 insgesamt. 2 Geräte weich. Beginnen auf Feld rein. Natürlich sind es keine 38 Meter, 3,8 Meter, sondern es ist das sind hier 9 oder 10 sogar. Nochmal rückgehen. So. Es sind hier mindestens 10. Also das ist der Mod von keine Ahnung. Wir machen 9,8, das passt am besten hier, ein bisschen kleiner. So, generieren wir mal ganz kurz. Mal fertig. Zurück. Jetzt gehen wir hier ersten Wegpunkt. Das ist wichtig, sonst fährt er hier irgendwo die erste Reihe an. Feldmodus stehen lassen. Hier ist auch noch wichtig. Der erste fährt links. Man kann es auch umgekehrt machen, laufen lassen, aber ich fange mal links an mit dem ersten und der zweite hinterher.
Den machen wir das gleiche, da kopieren wir den Kurs. Ups, da gab es einen kleinen Schubs. Den machen wir auch löschen, den alten Kurs. So, kopieren heißt ja mal den suchen. 11 Meter, das kommt hin, müsste passen. Ersten Drehpunkt, Flugbeginn rechts, passt. Deaktiviert, also anders auch deaktiviert. So. Den klappen wir wieder ein. Macht er nicht, ist vorne. X. Der wäre ausgeklappt, der ist eingeklappt jetzt. So, jetzt deaktiviert links. So, hinterher. Jo, die Frau ist warm. Ups, ich brauche noch einen Traktor. Ich brauche noch einen zweiten Traktor. Das ist jetzt ungünstig. Ja gut, die beiden können ja eh vorausarbeiten. Der ist kein anderen parat. Den möchte ich gerne für den Hof lassen. Für die Tiere, dass ich immer einen Notfall-Traktor da habe, der auch entsprechend mit Steuerreihe passt. Und die anderen sind ja entsprechend mit Pflegebereifung und so. Der sollte Kalk bringen und dann kann man den da nehmen. Wäre so eine Umrüsten auf normale Bereifung. Nur Traktor aber gleich reparieren, ne? Dass er dann auch gemacht werden kann, ne? Bei 97%. Pflegebereifung nur dann, wenn es notwendig ist. So. So, ich hoffe, die Musik ist ein bisschen hörbar. Wie bei Turing, da war es ein bisschen sehr leise. Zum Teil nicht zu hören. Ich hoffe, man jetzt nicht zu laut ist. So. Konfigurieren. Standard reicht vollkommen aus. Radgewichte brauchen wir keine. Jetzt wieder keine Gewicht. Ja, wir müssen das schon machen lassen, ne? Also. So. Denkt man, Gewicht brauchen wir nicht. Das ist hier so eine Ballenpresse. Und außerdem ein Gewicht finden, müssen wir ein Gewicht mitnehmen. Haben wir eigentlich da vorne in den Hallen. Eigentlich. Das ist so schwer, das ist ein Fan gewesen. Hier sind da die Spezialgewichte. Beziehungsweise normale Gewichte. Nur ein Gewicht aber immerhin, ne? Ob die Sacktaschen schon verfault sind, das muss schon riechen. Ja, ein Gewicht passt. Müsste eigentlich passen. Schwer. Ja gut, ist schon 1600 Kilogramm, ist schon verdammt schwer. Macht dann Sinn, wenn wir zum Beispiel flügen oder so, ne? wenn er kräftig ziehen muss, also schwere Geräte, die in der Erde auch festkrallen, und daher die meiste Kraft im Traktor in den Hinterreifen ist, weil die Größe haben, und dann den Traktor entsprechend vorne hochreißen, und der wäre nicht denkbar. Also ist in dem Falle ein Gewicht vorne sinnvoll. Beim Anhänger ziehen, wenn jetzt die Last auf mehrere Achsen liegt, ist das dann nicht ganz so dramatisch, weil Anhänger zieht sich eigentlich leicht normalerweise, weil die Räder entsprechend gut geschmiert sind, ne? In die Lager jedenfalls. Ne? Also wenn der Flug in der Erde sich mal festkrallt.
Ja, dann machen wir jetzt Stroh. Wir mähen das Gras und dann werden wir gleich die Grasbahn schwatten. Und dann nachher müssen wir dann nebenbei einsammeln, ne? Und heute Nacht wird dann entsprechend wollte auf 5 gehen. Heute Nacht wird dann entsprechend die ersten Einnahmen kommen von der BGH. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Die müssen selber den Stramm durchziehen, nicht groß überziehen. Wir haben das erste erreicht, die Geräte arbeiten wieder und wir können gleich sagen, beginnt die nächste Folge. Dann sage ich hier mal Tschüss auf die Winkel. Ciao, ciao. Immer fleißig reinschauen. Höre ich gerne. Wenn reingeschaut wurde, dann danke mir dafür fürs Reinschauen. Hoffe, ihr habt ein gutes Fest gehabt. Ja? Gute frohe Feiertage. Und nun gehen wir stramm drauf zu auf das neue Jahr. Hauptsächlich vergesst nicht zum Silvester, aber falls doch, ich sage, ich wünsche mir schon mal frohes neues Jahr. Bis dann, ne? Ciao, tschüss.